Herzliches Willkommen damit, liebe Leute, zu Let's Play Team Sonic Racing. Team Sonic Racing ist der neueste Teil der Sonic und Sega All-Star Racing Reihe. Das erste Rennspiel war eben Sonic und Sega All-Star Racing, damals noch für mein erstes iPad habe ich das gespielt, dann auch vom ersten iPod, ist aber auch für Wii, Xbox 360 erschienen. Danach, der Nachfolger, Sonic and All-Star Racing Transformed für die Wii U beispielsweise, muss ich nochmal nachholen, das habe ich noch nicht gespielt, und jetzt eben Team Sonic Racing. Wer die Sonic Transform-Titel schon mal gespielt hat, also entweder den klassischen oder den, also wer Sonic Sega All-Star Racing, den originalen, oder den Transform schon mal gespielt hat, wird wissen, dass dort alle Charaktere aus dem Sega-Universum dabei waren. Und bei Team Sonic Racing werdet ihr sehen, dass dort jetzt nur Sonic-Charaktere dabei sind. Deshalb auch Team Sonic Racing. Ich bin sehr gespannt, denn Sonic Racing, in dem Fall Sonic und Sega All-Star Racing, war eigentlich meine Kindheit. Deshalb ist gesorgt, bevor es doch meine Wii hatte, bevor es überhaupt mit Nintendo in Berührung kam, habe ich Sonic gesorgt. Deshalb ist das meine Kindheit pur. Und dementsprechend da jetzt eine Neuauflage in Anführungsstrichen von so einem Rennspiel zu sehen, ist toll. Und deshalb bin ich auch sehr gehypt auf dieses Spiel. Und deshalb hat dieses Spiel auch Potenzial, eins von meinen persönlichsten Favorites des Jahres zu werden. Palabern wir aber nicht weiter rum, sondern fangen wir an. Ich spiele den ganzen Spaß auf der Xbox One. Auf meiner Xbox One. Und ja, es gibt verschiedenes. Team Abenteuer, das sind einfach so Grand Prix, so viel ich weiß. Lokale Spiele, glaube ich, einfach so Versus Race. Online gibt es auch, den werden wir nur mal ein bisschen testen. Ich mache kein ganzes Let's Play draus. Mod-Kapseln, keine Ahnung. Garage kann man vermutlich das Auto tüfteln und Splatter-Testik ist da. Selbst erklären, was es ist. Wir fangen an mit dem Team Abenteuer Modus. Hey Sonic, Omo Chao, Big und ich machen ein Picknick. Hast du auch? Ja, hab ich's. Sicher. Knuckles, Tails und ich haben Einladungen bekommen, dass wir jemanden am Strand für irgendein Rennen treffen sollen. Aber für ein Chili Dog ist doch immer Zeit. Ein Rennen? Uns hat niemand eingeladen. Ho, ho, ho. Hallo, blauer Igel. Ich bin Dodon Parr. Du hast die Ehre meiner Einladung angenommen. Wie schön. Bist du bereit, mir zu beweisen, dass du der Schnellste bist? Schnellster ist Sonics zweiter Vorname. Aber worum geht es in diesem Rennen? Auf der Einladung stand nicht viel. Oh, Details sind doch unwichtig. Besonders für die intellektuell Unterbelichteten. Wichtig ist nur, dass ihr in Teams antreten werdet. In den besten Rennwagen, die sich mein Superhirn ausdenken kann. Und auf höchst anspruchsvollen Strecken. Das ist ziemlich vage. Abgesehen von dem Seitenhieb über intellektuell Unterbelichtete, klingt Superhirn und höchst anspruchsvolle Strecken doch verdächtig nach Eggman. Ja genau. Ich hab den Kerl erst getroffen und trau ihm schon nicht. Das ist alles etwas fadenscheinig, aber Dodon hat meine Neugier geweckt. Ich will mir dieses Rennen und diese Superwagen ansehen. Ihr wisst doch, euch passiert nichts, solange ich da bin. Eine weise Wahl, blauer Igel. Kommt in mein Raumschiff und ich bringe euch zum Planet Wisp, wo euch das erste Rennen erwartet. Hört sich toll an. Darf ich mit ins Raumschiff? Warum nicht? Eine so große Katze wie du wäre ein Gewinn für jedes Rennen. Wenn du gehst, Big, bin ich natürlich auch willkommen. Immerhin sind wir ein Team. Also, wenn Team Rose dabei ist, hat Team Sonic wenigstens einen guten Gegner. Okay, hört sich ja soweit ganz interessant an. Level 1-1, schauen wir uns doch mal an, was dahinter steckt. Die Strecken sind fertig, fehlen nur die Fahrer. Wir sind bereit.
Wir machen normal. Fang auch mit Sonic ganz klasse erstmal an. Und zwar, wie es funktioniert. Willkommen beim Wisp Parkour, dem ersten in einer Serie von Teamrennen. Du sagst, der Sieger des Turniers darf seinen Wagen behalten? Klasse! Fast ein bisschen zu klasse. Irgendetwas an diesem Tanuki gibt mir ein schlechtes Gefühl. Mod-Kapseln, ah ja, okay, so, jetzt wird das Rennen vorbereitet. Ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel. Ich glaube, dass es nämlich erst gut werden könnte. Klar, es ist ein Fun-Racer und klar, dieser kommt nicht an Mario Kart irgendwie in irgendeiner Form dran, aber ich glaube, das könnte trotzdem ganz cool werden. Übrigens, das hier ist das Spiel, ich glaube, vorige Woche, Ende Mai, für Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC, also eigentlich allen derzeit auf Markt herrschenden Konsolen und kostet 40 Euro. So, ob das Geld gerecht wird, das werden wir noch sehen. Aber schauen wir mal, wie wir uns jetzt hier anstellen. So, und vor allem, wie die Steuerung funktioniert. Fühlt sich doch so mal ganz nice auf dem Controller. Was? Fahre direkt im Windschatten eines Teams, steht, um Turbos aufzuladen. Ah ja. Okay, gut. Also ich sehe gerade das Fahrrad noch wie so eine alte Oma. Weil ich mich erstmal ein bisschen reinfinden muss in den ganzen Spaß. So, wie lässt man denn die Items aus hier? Mit A. Ah ja, okay. Da tut man Items einlösen. Das ist ja mal höchst interessant hier. Okay, es gibt auch noch Raketen. Also es soll übrigens tatsächlich gar nicht mal schlecht sein, das Spiel. Und relativ nah an Mario Kart rankommen, sozusagen. Vom Spaßfaktor her. Ah, es gibt 3 Rennen insgesamt, wir sind im 2. von 3. Wie bin ich eigentlich auf einmal 5. geworden hier? Wie habe ich das jetzt geschafft? Ich war doch gerade erst, aber wie gesagt, ich muss erstmal hier reinkommen. Habe auch keinen Peil, was im Henker ich gerade eigentlich mache. Oh, das hat mich irgendwas hier getroffen. Ich glaube, das war nicht so gut. Aber es muss aufpassen, dass einen keine Items trifft. Also ich will definitiv auch nochmal irgendwann Originalteile playen, also Sonic und Sega All-Star Racing. Muss noch schauen, ob es irgendwie gibt, weil ich hatte es damals halt auf meinem ersten iPad. Und das habe ich natürlich nicht mehr so zum Laufen, dass ich das capturen könnte. Aber mal sehen, vielleicht kommt es über Umwege irgendwie dran. Das wird sich dann zeigen lassen. Ob und wenn ja, wie das funktioniert. So, jetzt ist Tails vor mir, das passt mir gar nicht. Und Knuckles auch. Und der erste Eindruck ist, es macht Spaß. Also es kommt vielleicht nicht ganz so ans Alte dran, aber es macht schon sehr viel Spaß meiner Meinung nach. Und das war scheiße, dass ich den Turbo-Tiff nicht genommen habe. Aber es wird trotzdem erster. Bam. Okay, aber das war auch nur das Tutorial. Ich denke mal, das hab jetzt noch nicht so krass überfordert. Aber ja, definitiv. War das doch so mal ganz gut. Bin begeistert. Echt klasse, Leute. Yay, damit sind wir Sieger. Gut gemacht. Natürlich waren ein paar besser als die anderen. Und
einige werden vielleicht nicht überleben. Also wenn du noch ein O anhängst, klingst du bald genau wie Dr. Eggman. Okay, das haben wir ja soweit gut gemacht. Und mit Level 1, 2 geht's weiter, allerdings im zweiten Part von Team Sonic Racing. Das Projekt kommt ja ab jetzt immer täglich, wisst ihr Bescheid. Genau. Ja, kommt immer täglich. 2 Folgen am Tag. Ist aber auch gut, so denke ich. Das war's mit der Folge. Bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst mal ein Like da. Ich freue mich tierisch drauf, dass wir weiter so spielen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!